Du arbeitest ja sehr viel mit Spiegel und auch mit Schatten. Und man könnte ja sagen, das sind die ersten Abbilder, die es überhaupt gegeben hat. Also auch bevor es Menschen gegeben hat, gab es schon Spiegelbilder und in Wasseroberflächen zum Beispiel. Und es gab bereits Schatten. Da hast du recht. Schatten ist natürlich was extrem Einfaches in dem Sinn als Mittel. Allerdings wäre mein Körper nicht da, wäre der Schatten auch nicht da. Das heißt, der Schatten ist im Prinzip der Beweis, dass ich bin tatsächlich auch da. Allerdings ist der Schatten, so wie der auf dem Boden oder zum Teil auf der Wand zu sehen ist, oft so, dass man dann sagt, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der Arm auf der Schatten so aussah. Das war ja eigentlich nicht so uninteressant. Und ich bewege doch auch mal den anderen Arm, um zu sehen, was dann passiert, oder? Und auf einmal ist, glaube ich, so eine Art von Umkehrung oder Umdrehung von der Perspektive, und der Schatten schafft dann auf einmal der Körper. Es gibt ja in der Ausstellung Gropiusbau der zentrale Raum, das ist dieses Kaleidoskop. Du nennst das Mikroskop. Warum? Da ist ja normalerweise diesen Oberlichtfenster, da wo das Tageslicht durchkommt. Und was ich ja im Prinzip gemacht habe, ist wie so eine Art von Linse oder ein optisches Gerät an diesem Fenster dran gesetzt hat. Und das hängt ja im Prinzip von oben nach unten. Und wenn man genau hinguckt, dann kommt es ganz unten nicht an. Und jetzt ist es sowas wie eine Art von Luftschiff, was so ganz leicht so schwebt. Ein mikroskopisches Auge guckt ja auch quasi die Bakterien oder was auch immer, also quasi von oben so an, und das kommt ja auch nicht ganz unten an. In der Ausstellung Gropiusbau, da gibt es auch diesen Tisch mit Modellen von Körpern, die sich ja immer aus einfachen geometrischen Formen meist durch deren Addition ergeben. In deiner Ausstellung geht es ja sehr viel um Stadt und wie man Stadt wahrnimmt, aber da hast du im Grunde eine Stadt gebaut. Könntest du das vorstellen, das auch real zu tun? Ja, ich würde sehr gerne eine Stadt bauen, ja. Aha. Schon auch. Und ich habe neulich versucht, jemanden zu überreden, mich ein Museum bauen zu lassen, was im Prinzip wie so eine Stadt war, wo man quasi statt von einem Raum zum nächsten ins Museum läuft, geht man dann quasi in ein Haus hinein, dann wieder raus, dann im nächsten Haus, was dann wieder vielleicht ganz anders ist oder ganz alt ist oder ganz neu. Und wäre eine Stadt, was ich natürlich ständig selbst auch als Modell neu darstellt. Eine Wirklichkeitsmaschine, wo der Wirklichkeit aber jeden Tag anders ist. So wie ja der Wirklichkeit auch wirklich ist. Das verkauft sich nur so schlecht politisch. Deswegen tut alles so, als wäre die Wirklichkeit objektiv und würde sich nicht verändern. Die Gebäude in dieser Stadt würden sich ständig verändern? Nee, aber die Beziehungen dazu und dadurch die Gebäude auch. Man unterstützt, würde ich sagen, die nicht statischen oder die dynamischen Qualitäten des Raumes. Man könnte es auch so sagen, man kann sich heutzutage schlecht vorstellen, dass jemand in einem Museum, wo ein Bild von Van Gogh hängt, sagt, ja, das Bild ist heute so und morgen ist es anders. Das wäre für das Museum schlecht zu versichern oder das wäre auch schlecht zu rechtfertigen, dass auf einmal Van Gogh relativ gut ist, je nach Tag und je nach Besucher. Alle sagen natürlich, ja, das ist gar keine Frage, der Van Gogh ist natürlich fantastisch, das sieht sowieso alle, und die Leute, was es nicht sieht, die verstehen das dann nicht. Oder? Schön wäre es doch, eine Art von Umgang zu unterstützen, wo man sagen kann, ja, je nachdem, oder? Das ist für dich vielleicht interessant, aber für mich ist halt eben nicht interessant. Wir können aber gleichzeitig trotzdem hier gemeinsam sein. Es geht auch darum, dass man auch aus einer relativen Idee des Räumes eine andere Idee des Kollektivität oder sozialen Anspruch erheben können. Einen tollen Start, würde man sagen, wäre ein Start, wo man auf die Straße dann sagen, boah, ich merke das jetzt ganz deutlich, wir leben wohl in einer Demokratie. Und mit welchem Raum schafft man einen solchen Prozess? Und da glaube ich zum Beispiel, dass man den Straßenraum, der Bürgersteig, des Laufens auf dem Bürgersteig, die Fliesen, dass man da alles untersuchen könnte. Dass du so einen Auftrag für eine ganze Stadt bekämst? Ich würde erst mal denken, dass am wahrscheinlichsten wäre das in Südostasien, also in Korea, China.
Ja, eine ganze Stadt zu machen, hört sich ja erstmal sehr undemokratisch an. Das wäre sich schlecht vorstellbar in Europa, schätze ich mal. Aber ich meine auch nicht in dem Sinn eine Stadt wie Brasilia. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ein Stadt aussehen würde. Und das würde ich würde das auch nicht wissen bis zum der Tag, wo wir das bei uns fertig gemacht hat. Und auch dann würde das sich ja weiterentwickeln.